Und ein herzliches Willkommen zurück, meine liebsten Freunde. Staffel 9 geht weiter. Nicht mehr 8, 9. Ich vertue mich ja jedes Mal. Und ich bin im Moment noch alleine. Ich warte noch auf die Akuma. Die müsste gleich auch in den Channel hier noch stürzen. Stony Boy ist nicht da. Da hinten ist ein Säbelzahntiger. Oh, und ein Spooky. Gut zu wissen. Machen wir mal Folgendes. Also, in dieser Folge werden wir unserem EV68 einen Namen geben. Ihr habt ja recht fleißig geschrieben, fand ich supi. Oh ja, Element Dust habe ich nicht dabei. Okay, Mist. Dann packe ich den mal wieder ein, so. Gucke ich mal, ob ich hier irgendwo ein Fernrohr herbekomme. Akuma und Stone liegen aufeinander. Das ist ja schön. Liebe machen, währenddessen wir offline sind. Wo ist denn der Herr Säbelzahntiger? Da hinten ist er. Okay, ich will gucken, was das für einer ist. Ups, sorry. So. Bitte, bitte, hohes Level. Ach komm, ey. Grün ist er auch noch. Der hat nichts wert. Na egal. Wir machen Folgendes übrigens. Ich mach mal... Ach, die habe ich noch nicht angemacht. Ich Idiot. Ich habe hier gerade eben ein paar Sachen zusammengestellt für die Farbe. Und das ist schon wieder fast weg. Wollen wir hoffen, dass jetzt gleich ein bisschen grüne Farbe kommt. Dann mache ich meine Haare endlich mal. Meine kompletten Haare ein bisschen grün, weil so grau sieht ja schon ein bisschen altbacken aus. Jetzt kommt der hier nach hier. Der könnte ja eigentlich nach hier kommen. Das ist ja auch... Ach komm, ist ja eigentlich Wurst. Level 4, den mache ich so platt. Hallo? Ach, falsche Taste gedrückt. So, wo ist er? Da. So ein Level up ist aber auch ganz gut. Der kriegt ja auch noch eins auf den Senkel. So. Oh, der war so Level 36. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal die Gegner hier weg. Ich habe gehört, dass einige von euch auch, oder besser gelesen, dass einige von euch auch hier oben bauen. Schon vor uns oder währenddessen wir hier gebaut haben und habe das als Beispiel genommen und hattet da schon so einige Probleme mit ein paar Tech-Rexen, mit Raptoren vor der Tür, also auch Tech-Raptoren, alles mögliche von Tech-Zeugs hattet ihr ja schon vor der Tür. Ist natürlich nicht so pralle, ne? Das ist echt noch nicht so pralle. Ich mach mal Folgendes. Bevor wir nämlich jetzt anfangen hier, ich will wenigstens die hier safen, bevor die uns nämlich dann weggammeln. Das kann da drin bleiben, ist Wurst. Wir tun den Server ja immer runterfahren, der läuft ja nicht weiter. Das bedeutet, alles, was wir hier verlanzen, wird nicht weiterlaufen. Das heißt, nur in der Zeit, wo wir hier spielen, damit uns erstmal, wenn wir vielleicht mal nicht so lange, nicht mehr so lange online sind, dass wir den die Tiere nicht verhungern lassen, die Beete nicht verdüngelt, nicht der Dünger eben weg ist und so. Deswegen lassen wir den Server natürlich immer aus. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich lese mal vor. Ihr habt ja den Namen, ganz viele Namen gegeben. Fand ich schön. Und ich werde jetzt mal vorlesen, was das für Namen sind. Also sind ja total bescheuerte Namen dabei. Und das gefällt mir ja richtig gut. Es muss richtig bescheuert sein. Ich fange mal an. Ich würde sonst normalerweise auf meinen linken Monitor raus switchen. Aber dann ist der Sound weg. Deswegen mache ich das mal ganz kurz vom Handy. So, also. Oh, und da kam gerade eben vor 4 Minuten noch eine Nachricht von Marco Meyer. Er hat geschrieben, Terminator oder Snekosaurus. Dann vom Liras, der schreibt Cybermorph. Angelehnt auf Alien. Dann der Augun Dink oder Dinch, der schreibt Gegenstand. Dann der Butterman, der schreibt wilder Krabbler, ne, krabbelt, der wilde krabbelt. Oder der Christian Strümpel, der schreibt für den Enforcer Dextro D2. Also, ne, es gibt ja D2, R2D2, ne. Dann, weitergehen. Dann haben wir einen, der KratzKratzTV, der schreibt, oh Gott, nein. Das heißt KratzKratzTV, gut Deutsch zum Punkt, Punkt, Punkt. Da wird der Name gerade unterdrückt. Metallomax. Dann schreibt der Fishing Lüti Saugnapf. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Es sind ziemlich viele Namen. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Deswegen, damit ich hier nicht die ganze Zeit nur so still stehe.
Ich kann mich auch mal so ein bisschen bewegen, ne? Dann schreibt der Keller GmbH Member, Robocop. Kennt ihr, ne? Den Polizisten Robocop. Dann der, nee, die Katy Brandt schreibt Mental Monster. Dann geht's weiter, muss ich mal wieder hochgehen. Der Ahmed DJ schreibt Toaster. So welche Namen finde ich immer gut, ne? Ich habe ja auch gesagt Kaugummiautomat Toaster. Dann, blablabla, weiter. Blechbüchse von Laila. Dann Kaffeemaschine von unserer lieben Simsi. Simsi. Dann Optimus Prime, ne, Transformers von Julian Ruhe. Dann iRobot von Armor King. iRobot ist ja ein cooler Film, ne? Fand ich mal so ganz gut. Dann von Brundlumi. Von Brundlumi, Jummy Bummy. Bla bla bla. Dann von Zidane. Xenomorphen. Dann haben wir weitere Namen. Blechkopf von Max Swag. Dann kommt Senfautomat oder Amiral oder auch Kleixi von, oh Gott, Oscarito Scarupka. Ich kenne, wenn das irgendeine besondere Anime-Charakter sind, ich kenne die nicht. Ich bin kein Anime-Fan, ich gucke auch keine Anime-Filme, deswegen ist das immer alles so ein bisschen Neuland für mich. Dann haben wir Nokia 2000. Das ist nicht der Name vom Member oder was von dem Zuschauer, sondern das sollte ich nennen. Nokia 2000. Das ist von Nisli. Dann Titin. Von Moritz P. Dann haben wir hier noch Kletteraffe vom Ventilator. Ben, der Enforcer von Frosch LP. Oder Telefonbuch. Dann, was geht weiter. Das waren die anderen Videos. Hubenaihui von Marcel Hoffmann. Blechbüchse nochmal von Lukas. Der hat aber noch geschrieben C3PO Wuli. Dann haben wir noch einen, nochmal ins Xenomorph. Dann haben wir, oh Gott, da gibt es echt so viele Namenläuse. Fossil habt ihr geschrieben. Das war von Pick Me Up. Aparillosaurus vom Loki. El Klimbo von JJ. Nee, YJ. Microsoft Enforce vom Zocker 05D JJ. Predator von Warhammer. Dann gehen wir mal weiter. Habe ich hoffentlich irgendeinen Namen übersprungen. Nenn ihn Gucci. Ja, klar. Melanie Rübke. Käsekuchen, naja, ich würde eher lieber einen Käsekuchen essen, anstatt einen Käsekuchen geben als Name. Ich will nicht so lange hier, aber ich muss so viele Namen vorlesen. Ihr habt so viel geschrieben. Bla 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 bla. Optimus Climb vom Gregor Junge. Dann nenn ihn PCA. Keine Ahnung, Manuel, was das ist. PCA, also PCA. Nenn ihn Dosenfleisch vom MR Gameplay. Dann Entwurster. Okay. Entwurster, achso, von Benjamin, also von unserem lieben Zeus. Dann geht's weiter. R2 Dex 2, Terminator. Oh, was war von Dark Spark? Also Dark Spark war R2 Dex 2, Terminator war Lusor Pole. Dann Schrottkarre, Lusor Pole schon wieder. Der Niklas Knorke oder Knoche, Spider-Bot, oh Gott, C4-Bot von Chris, C3-Bo, Griever von J.D. Water, oh Gott, ich muss gerade mal, Mikrowelle von Rotter Engel, sorry, ich rede alles jetzt plötzlich Englisch. Dann von Mr. Neverlucky, der Gerät. Dann habe ich denn noch irgendwas vergessen? Ich weiß es gerade nicht mehr, Leute. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, ich habe alle Namen durch. Und wenn ich euch irgendeinen vergessen habe,
Der Florian Schoring C3PO wieder. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir hatten jetzt alle durch. Ich glaube, das war's, ja. Und the winner is... Ich gebe mal gerade wieder zurück, wer der Mann, der Name. Mr. Never Lucky, der Gerät. Und wir werden uns sicher noch mal ein paar neue Enforcer besorgen. Und dann könnt ihr... Der Gerät. Hast du richtig geschrieben? Der Gerät. Okay, der Gerät habe ich jetzt genannt und der Gerät, so heißt er jetzt. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen rumlaufen mit ihm und ein bisschen leveln. Solange ich immer noch auf die Akku mal warte, die hat ein bisschen Verspätung. Danke übrigens für die ganz tollen Namen. Wir werden natürlich weitere Namen vergeben an weitere Tiere hier. Aber ihr habt euch mal wieder ein bisschen Mühe gegeben. Ihr habt eure grauen Zellen wieder. Oh, cool. Kann ich Level Up nur einen einzigen? Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber so ein bisschen nah. Also das wäre natürlich ein bisschen besser hier. Leben ist natürlich. Zwei Schläge ist der Fritte. Ich glaube, ich gehe lieber auf Leben. Das wird ja schon ein bisschen aushalten, irgendwo gegen zu kämpfen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Level? Oh, das dauert Ewigkeit. Hier wo oben. Ich glaube, hier oben war irgendwo ein. Ja. Hier hatte ich irgendwo ein Dosenbier. Das wäre ganz cool zum Leveln. Also es wäre ein Dossier hier, diese Kisten, die man aufmachen kann. Muss ich mal gucken. Irgendwo war hier ein Dosenbier. Ich schreibe übrigens immer viele Leute in die Kommentare. Dex, was kannst du empfehlen? Welches DLC, welche Erweiterung kann ich empfehlen? Also es ist immer so eine Sache. Also, ich, wenn ihr natürlich jetzt Ragnarok oder The Island schon gespielt habt, dann würde ich euch wirklich... Also ihr könntet das... Nach Schritt. Oh, hier oben ist es. Da oben ist es. Schritt für Schritt machen. Das bedeutet erstmal Scorch Earth, dann Aberration und dann Extinction. Ich finde bisher Extinction am besten. Scorch Earth war das schlechteste und Aberration zweiter Platz. Weil Aberration, das, was mir ich als Sonnenfetischist, Fanatiker, ich muss immer den Himmel sehen. Ich muss immer Licht haben. Und da man ja immer nur in der Höhle ist, das ist ja eine riesengroße Cave. Ist es nicht so meine Welt? Das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier. Ich gehe es trotzdem mal. Ich gehe mal drauf. Ba, 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 ba. Jetzt kriege ich einen XP-Boost hier oben. Da läuft er schon. Ich mache mal natürlich einen Screenshot. Das gehört dazu. Was es ist? Keine Ahnung. Was steht denn da? Journal Entry. Okay. Keine Ahnung. Neues Level verfügbar. Guck mal, drei Stück, dafür kriegst du ja erstmal so einen XP-Boost. Das ist immer ganz cool. Wir gehen aber auch ein bisschen auf Level. Ne? Das ist doch natürlich jetzt nicht so der... Der Gerät ist nicht so stark. Aber wir machen jetzt natürlich jetzt hier... Wir kämpfen uns jetzt hier erstmal durch. Okay. Wir geben uns auch ein Level. Das machen wir mal auf Ausdauer. Dann haben wir 200. Wir kämpfen uns jetzt mal hier. Was ist das hier? Oh, ein Dodo. Die machen wir auch platt. Ich weiß nicht, welches Level du bist, aber... Können wir ja übrigens, weil wir so schnell sind, können wir mal von hinten rangehen. Der kommt sowieso nicht an uns ran. Bin zu faul, mich zu drehen. Du bist langsam keine Ausdauer mehr. Okay, supi. Kurze Pause machen. Wie sieht's aus? Oh Gott, Level kriegt er gar nicht zu. Du. Hier, doch, da kommt's. Jetzt kommt's. Hat was gedauert. Ich sehe sie nie. Ich müsste schon was näher ran, glaube ich. Hier oben gibt's nichts zu töten. Oh, da unten läuft ein Kanu, oder? Das ist eine Spinne. Die machen wir auch noch kalt. Kleine, dreckige Spinne, du. Stirb, stirb. Okay, gucken wir mal wieder nach dem Level. Doch, guck mal hier. Geht ein ganzes Schrittchen, ein Stückchen nach vorne. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, diese Kisten machen, glaube ich, mal vier. Mal die Storm. Ich weiß nicht, ob das diese Kiste ist.
Fleisch, Baby. Gib mir dein Fleisch. Komm hier. Boost. 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 Hallo? Ich glaube, wir sollten nicht auf den Balken gucken. Wir sollten einfach tun. Kann man eigentlich mit dem auch abarbeiten? Ja, kann man. Sauber. Aber krass, der hat ja. Der vielleicht Kapazität, der Herr. Auch 800, das ist ja echt mal Schnorke, Knorke. Ach, guck mal, das ist ja so eine blöde Spinne. Das ist ja Knorke. Ist nicht, du kleines Viech. Keine Ausdauer mehr. Kurz warten. Ich müsste auch mal was essen. So, noch mal was. Selbstgekocht ist immer besser. So, oh, sind wir hier oben. Wir bauen hier mal währenddessen ab. Das ist immer ganz gut. Da kriegen wir hier so ein bisschen von dem Dingsbums-Dust. Element-Dust. Das brauchen wir alles. Das ist hier eine Bushaltestelle oder was? Kann ich die auch abarbeiten? Nein. Sehr gut. Ach so, das sind, glaube ich, die Teile, die man, glaube ich, nochmal aufheben kann. Und da kriegt man nochmal mal 4 Boost. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Wir brauchen jetzt nicht hier Boost für Boost für Boost. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, ich glaube, das war für der Gerät zu viel für das arme Tier. Arme Ding. Ich brauch Level. Boah, der zieht sich die Magengegend bei mir zusammen, Leute. Boom. Den machen wir kalt. Welche Level? Ich glaube, der macht uns kalt. Den machen wir ganz sicher nicht. Welches Level bist du? Bist du so low, Bob? 36. Wir suchen das mal. Krieg ich natürlich schon viel Schaden. Oh. Ich muss mal ganz kurz nach oben, weil. Nicht wegen dem Stego, wegen dem da hinten. Guckt euch mal, da geht es nämlich jetzt ab wie ein Zäpfchen. Und ihr wisst ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr es nicht wisst, was hier unser Megatherium so drauf hat. Der Megatherium ist, wenn der in diesem Rage ist, wenn der in diesem Rage ist, ist der unbesiegbar. Der killt jedes Tier. Wir haben es gesehen, wie lange er auch an einem. Oh Gott, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich muss weg. Nein. Ich bin da an der Ecke hängen geblieben. Ich kam da nicht mehr weg. Ich glaube, ich werde hier noch. Keine gute Idee. Kurz warten, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Der hat aber auch so ein paar Problemchen beim Klettern, ne? Dass der irgendwie hier manchen Ecken nicht hoch kann oder hängen bleibt immer. So, hier. Oh. Der arme Stego. Hallo. Ich würde dich ja killen, aber ich bin ja noch ein Level Low Bob. Verdammte Hacke. Ich frage, was. Ist der das wirklich? Scheint so, ne? Keine Ahnung. Mir geht's auch nicht so gut. Ach, ich habe meine Gläschen. Ach, Mist, ich habe das. Ah, das Feuer angelassen wegen meinen Haaren. Oh, Piranha, das gibt's ja auch. Es gibt ja Piranhas. Und ich habe echt gedacht, wir werden endlich verschont von diesen blöden Viechern. Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Ich stelle jetzt mal hier vorne hin. Blöden Viecher. Guckt euch mal den Stego an. Der ist total am wüten da unten. Der sucht sich unbedingt einen Weg zu mir. Du gehst jetzt aber nicht drauf nach. Komm schon. Nachladen. Nein, nicht Piranhas. So, da haben wir ihn gekillt. Okay. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht so eine schlaue Idee, mit dem hier zu kämpfen. Ach! Was war das? Oh, wir hatten Fisch gefangen. Okay. Wir werden aber hier ganz aus den roten, das rote kleine Schweinchen noch niederholzen. Das mit der Ausdauer ist mit dem aber auch nicht so. Was Level hatten wir? Wir brauchen die Punkte. Wir brauchen die Punkte gucken. Oh, komm noch. Ein Level machen wir noch. Einmal draufhauen und dann haben wir es geschafft. Ich finde die Enforcer super cool. Die gefallen mir. Oh, guck mal da. Huch. Yes. Level up, Baby. Ausdauer ist echt Mangelware bei dem Kollegen hier. So, weiter auf Ausdauer. 10, Level 10, wunderbar. Der vom Stone, der ist, glaube ich, schon Level 12, soweit ich weiß. Weil jetzt ist schon was länger unterwegs mit ihm. Das war ja unser erster Enforcer. Ich gehe mal wieder zurück zur Base. Oh. Crystal. Kann ich das Crystal vielleicht mit abarbeiten? Nö. Hallo. Wir werden dich auch noch zähmen. Wir werden alles zähmen. Da ist der grüne Haar. Wunderbar. Langsam kriege ich die Orientierung auch noch hin hier. Wunderbar. Noch schnell schön Treppen hoch. Oh, den machen wir auch noch platt. Kurz warten. Was haben wir noch da? Weil, ne, ich habe ja. Ach, ich habe keine EXP mehr. Verschwinde doch, du bist viel. Ich will den hier noch, Trotos, Paras von Saurus. Mit der Gerät mal kaputt machen. Der Gerät ist Gottes dünner Schneidegerät. Stirb. Ja, pack dich mal in irgendeine Ecke fest. Okay, dankeschön. Wir machen jetzt natürlich einen anderen Weg. Wir gehen. Voilà. Wir gehen wieder zur Base zurück. Hat das Dosenbier schon geöffnet? Ja, ich glaube schon. Es macht so viel Spaß, Leute. Für mit dem Enforcer rumzurennen. Das ist echt eins meiner Lieblingsneutiere. Rock Drake ist auch schon cool, aber ich finde, Rock Drake, der ist ein ganzes Stückchen schneller. Und das durch seine Schnelligkeit und seine zu schnelle Wendigkeit ist der, wenn er irgendwie eine Wand hochkraxelt, ihr habt euch einmal im Kreis irgendwie an der Wand gedreht, dann habt ihr die Orientierung komplett verloren. Also ich finde, den Rock Drake mag ich nicht so sehr. Wunderbar, wunderbar. Wie sieht's denn aus mit meinen schönen Farben? Meine grüne Farbe. Scheiße, hab ich wieder verbrannt. Bestimmt ganz scheiße hier. Da ist die grüne Farbe. Verbrenne hier das ganze Zeugs nur. Egal, ich tue auch mal ganz kurz wieder Wasser auffüllen.
Na, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist egal. So. Okay, dann haben wir, brauche ich eine Schere nochmal. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft, dass ich wieder gut aussehe. Perfekt. Das ist so. Le Schere. Ich muss nur gucken, dass ich mir nicht die Haare schneide. Wie schneide ich? Ich habe jetzt, glaube ich, die Haare geschnitten, ne? Nee, habe ich nicht. Aber... Okay. Dann machen wir noch. Ich habe immer Angst, dass ich immer jedes Mal falsch drücke und mir die Spitzbart. Und mir außersehen dadurch den Bart wieder abrasiere. Das dauert immer hier so Ewigkeiten lange, ne, im Spiel. Habe ich das jetzt gefärbt? Das ist doch immer noch grau. Sag mal. Verstehe ich jetzt nicht. Ist der grün? Ja, ist grün. Sieht man so ein bisschen so schlecht. Schlecht. So, was machen wir? Das. Wir tun das aber nicht. Wir können den ja auch in den Schrank legen. Dann tun wir keinen Platz verbrauchen. Ja, Ordnung muss sein. Das sagt der Richtige. Das kommt hier rein. Das sind übrigens... Ihr habt ja geschrieben, warum macht ihr denn nicht diese hier vom Bauplan? Warum? Weil wir den Tech Replicator noch nicht haben. Wir haben ihn schon zwar erlernt. Jetzt fragt ihr, warum? Ihr habt ja auch viel die Frage gestellt, warum habt ihr plötzlich Scorch Earth Sachen erlernt? Warum habt ihr denn ihr Tech Sachen schon erlernt? Wir haben das nämlich hier auf dem Server so eingestellt, weil wir auf diesem Server ja keine Bosse machen können. Also diese Affen und sowas. Da müssen wir dann wieder hin und her reisen. Und deswegen haben wir uns das dann direkt schon mal freigestellt, damit wir wenigstens die Sachen auch hier bauen können. Da ich ja sowieso kein großer Tech-Fan bin, ist es mir auch Wurst gewesen. Aber es gibt da so coole Tech-Türen oder sowas. Die fand ich immer ganz cool. Die sollte man auch irgendwie ab und zu mal machen. Das ist immer ganz cool. Hier ist übrigens Scrap Metal drin. Das hier drin, das habe ich, glaube ich, da reingeschmissen. Okay, tun wir das mal reinlegen. Das sind jetzt ein paar Sachen. So, und dann legen wir das noch hier vorne hin. Okay. Oh, Nacko-Berries. Nacko-Berries haben wir hier noch drin gehabt. Sogar recht viele. Wo brennt denn hier ein Feuer? Wo brennt denn hier ein Feuer? Was ist denn da hier? Noch was drin? Nö. Nacko-Berries, Gammelfleischies und 59. Das ist cool, wir haben jetzt schon richtig viele. Das ist schon mal eine richtig coole Sache. Ich habe noch einen Armbrust dabei. Aber wie wisst ihr, Armbrüste kann man nie genug haben. Brüste sind immer gut, wenn man ein Mann ist. Also. Dann, ich sag mal, für diese Folge, das war jetzt eigentlich eher eine gemütliche Folge. Ich habe jetzt nicht unbedingt viel Großartiges gemacht. Ich habe eigentlich auf die Stone und der Akuma gewartet. Nee, der Stone ist heute arbeiten und die Akuma sollte eigentlich kommen. Ich habe keine Ahnung, wo die steckt. Ich sag dann einfach trotzdem mal Level Up und viele Grüße an den Stony Boy Vixi und die Akuma, weil die ja noch nicht da ist. Ich sag dann auch nochmal kleine Werbung von mir. Ihr wisst ja Bescheid, ist ja nicht unbedingt eine große Werbung, ist ja auch eher was für euch. Guckt mal in die Videobeschreibung, wenn ihr einen Server haben möchtet. Und das könnte auch Konsolenspieler könnt ihr den Server mieten. Aber leider nur bis zur PlayStation 4. Xbox geht leider nicht. Also PlayStation 4 können sich auch einen ARK-Server mieten, auch bei G-Portal. Und kriegen dann auch diese 5% auf... Auch im ersten Server, wenn ihr so gesehen durch diesen Link, den ich da unten in die Videobeschreibung reingeballert habe, dann könnt ihr ja gucken. Okay, das war's. Wenn ihr übrigens mal mit dabei sein möchtet beim Livestream, wir machen ja Livestream Ark und andere Games, wenn dann andere Games dann mit in der Community, dann könnt ihr alle mitzocken. Wir machen meistens immer so Games, die kosten dann nicht viel oder sind sogar free. Das kann jeder sich herunterladen währenddessen und dann mitspielen. Oder am Sonntagabend 21:30 Uhr machen wir Horror-Stream. Und da könnt ihr
tun und machen, dass ich mich immer erschrecke. So, das war's. Bis denn und viel Spaß beim Arken.